Servus, Glück auf. Schatten oder was? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spaß mit Strom. Alter, wir haben hier oben noch ein bisschen Haiku liegen. Ja, da haben wir auch noch ein bisschen Haiku liegen. 10 oder so. Der Base. Das können wir auch noch holen. Wir sind also gleich komplett out of Haiku. Da habe ich irgendwie 300 oder 400 Haiku verbaut, Alter. Nur in Stromzeug. Packst du dir am Kopf, ey. 17. Eieiei. So, alles auf Kante genäht hier. Hole ich die 10, die hier noch liegen, auch noch eben ab. Meine zumindest, dass wir hier noch welche liegen hatten. Nee, hatte ich schon mitgenommen, Alter. Krass. Naja, gut. Tja. Hammerhart, ey. Ja, das Holz muss ich halt auch mal reinholen. Renne ich die ganze Zeit mit dem alten Repair-Table durch die Gegend, Alter. Richtig. Ja, was ich vorhabe, ich möchte für die Batterie hier vorne, weil die ja nur mal mit Abstand am meisten verbraucht, möchte ich eine extra Line noch runterziehen. Von dem zwei Solarpanels, das wird nicht, noch nicht ganz so viel bringt, aber das können wir später auf 4 Solarpanels erhöhen. Kann jetzt leider keine bauen, sonst würde ich noch welche bauen. Das kann aber auch hier vorne bleiben. Was habe ich eigentlich hier in der Kiste noch? Warte mal. Noch das Steintor, Flammenwerfer. Da haben wir noch eine Kiste, noch ein Turm, ein bisschen Holzen. So, wenn wir das hier, den Flammenwerfer nehmen wir mit rein. Das muss nicht hier vorne rumliegen, das ist Schwachsinn. Licht behalte ich mal am Mann, das wird wahrscheinlich gleich wieder dunkel. Die Spikies können hier bleiben. Schloss kann weg, Alter. Und dann lassen wir mal ein Stack Holz näher. Boah, ich muss ja nochmal hoch. Aber erst muss ich zur Werkbank. Hier können wir auch ein bisschen Holz da lassen. Da haben wir noch eine Kiste. So, dann ist da wenigstens schon mal Ordnung. So, eigentlich würde ich ganz gerne intelligenten Schalter machen und ich bräuchte 2 oder 3 Hightech-Gedöns-Dinger. Wo ich mein Deckwashing gepackt? So. Wow. Wow. Was kostet der denn? 5. Der Schalter 10 oder was? Alter, was machst du denn hier, Spiel? Schalter kostet 3. Ja, da brauche ich auf jeden Fall schon mal einen. Ich brauche später noch ein paar mehr, aber ich mache jetzt hier nochmal 3 Quellenverbinder. So, dann ist das Haiku weg. Und wir können den hier schon mal ersetzen. Da kann ich dich nie aufnehmen. So. Kann ich nur jetzt umbenennen jetzt.
Zack. Koppeln. Alter, mein Handy ist jetzt gleich vorgeballert mit Alarmdingern. Okay, das funzt schon mal, da ist er. Den nenne ich jetzt einfach mal. Geschütze innen. Aus. An. Perfekt. Stecken die nicht? So, dann kann ich die beiden. Geschütze halt anschalten. Oder ausschalten, wenn ich das meine. Und natürlich haben die, sind natürlich die Alarme auch aus. Ja, weiß ich noch nicht, wie ich damit. Ob ich damit glücklich bin. Vielleicht lasse ich die dauerhaft an, sobald ich mehr Strom auf dem Dach habe. Ne? Wenn ich noch ein, zwei Windkraft drauf habe, kann ich das dauerhaft anlassen. Aber ansonsten ist das jetzt gerade so eine Möglichkeit, dass alles nicht ganz leer gezogen wird. So, hier bauen wir jetzt noch das vierte auf. Kann ich jetzt leider noch nicht ganz aufbauen. Aber wir sind schon mal zwei. Ich habe leider keine Kuh, sonst könnte ich welche bauen. Ich kann es halt noch nicht mal reparieren, leider. Ja, hier brauche ich drei Stück. Wie gehabt. Der geht dahin und den nehmen wir schon mal mit. Obwohl, ne, kann ich noch nicht mitnehmen. Also das ziehe ich jetzt extra nur nach vorne erstmal. Wie gesagt, das können wir später, wenn wir noch mehr Strom haben auf dem Dach, dass mehr Strom produziert wird, können wir das alles zusammenschalten. Aber aktuell ziehe ich den explizit hier hin. Obwohl, dann müsste ich das Kabel auch neu ziehen hier, ne? Von der scheiß Batterie. Das ist scheiße. Alter. Nee, das ist scheiße. Das mache ich nicht. Das ist kacke. Muss ich das Kabel wieder abmachen, muss es wieder komplett durchziehen. Das ist scheiße. Ich meine, ich habe das extra hier gebaut. Ich werde den Quellenverbinder da jetzt noch nebensetzen. Das heißt, wir können nochmal drei Quellen dran ballern. Ihr seht bisher nur eine. Aber da mache ich ihn jetzt noch mit dran hier. So. Und ihn haben wir ja frei hier. Da ziehen wir jetzt von oben das runter. Und das kann ich dann oben einfach nochmal durch zwei Solarpanel erweitern. Das heißt, tagsüber gibt es dann richtig Saft drauf hier. Über Nacht ziehen die Batterien sich dann halt leer ein bisschen. Ist ja auch kein Problem, wenn sie tagsüber wieder laden, wenn wir es wieder reinholen. Ist das ja okay. So. Ziehen wir den schon mal hier rüber. Das Spielchen kennen wir ja schon. Können wir auch gleich hinter uns dicht machen.
Naja, das ist die bessere Lösung, als jetzt 1 Cent da was hinzumachen. Weil dann werde ich den schlauen Schalter hier wahrscheinlich auch auf Dauer anlassen dann später. Wo müssen wir hier rüber? So. Boah, das war dumm. Ist er empty noch? Boah, ich hab die Kabel so scheiße gelegt, ne? Er ist schon richtig, er geht hier hin. Ja, in der Nacht, ihr seht's, ist nur die Windkraft 42. Ich wollte ihn halt noch mit anschließen hier. Eieieiei. Mach den nochmal weg. Während den damit drauf machen. Und dann kann ich jetzt hier neben nochmal zwei Quellenverbinder machen. Und dann kann ich vier Stromquellen da noch anschließen. Obwohl, so viel kriege ich eh nicht mehr auf dem Dach. Wahrscheinlich eh nur zwei. Also einmal die Solarpanel und nochmal eine Windkraft. Und dann hoffe ich, dass das reicht. Von daher reicht der eine hier. Von daher können wir das Kabel jetzt nochmal holen. Können das da jetzt draufknallen. Nochmal hoch. Ja, Bleche habe ich. Wir brauchen dann halt Haiku. Dann können wir nochmal eine Windkraftanlage bauen. Aber vielleicht looten wir ja auch eine. Vielleicht haben wir Glück. Und ansonsten können wir, wenn alle Stricke reißen, könnten wir halt auch sagen, wir schalten noch irgendwie Generatoren dazu. In der Nacht oder sowas. Aber wir gucken erstmal, ob das reicht dann. Da jetzt nochmal zwei Solarpanel. Und dann nochmal eine Windkraftanlage, dass in der Nacht nicht ganz so leer gezogen wird. Man könnte in der Base halt rein theoretisch alles ausschalten. Und halt erst anschalten, wenn Alarm losgeht. Ach, jetzt lege ich schon wieder verkehrt, Alter. Was mache ich denn, ey? Muss ich nochmal hoch? Oh. Ey, ihr merkt's, Leute, so langsam bin ich durch mit dem Stromgedöns hier, Alter. 3 Stunden hier Kabel ziehen, ey. Junge, Junge. Na gut, ich habe eh aufgelassen. Dann müssen wir eh nochmal. Ist leider auch wenig Wind gerade. Je nachdem, wie viel Wind ist, macht es natürlich auch mehr Strom und so weiter. Ihr kennt das ja. So. Aber gut, ich könnte natürlich noch ein, zwei Windkraft mehr draufstellen zur Not in die Ecken oder sowas. Das werden wir sehen. Aber dann müsste ich eh nochmal Kabel ziehen. Von daher. Also das Kabel zumindest hier, das müsste ich dann nochmal neu ziehen, wenn ich noch einen Quellenverbinder mehr hinmache. Aber haben wir hier Übung drin, ne? Am Kabel ziehen. Ist ja gar kein Problem. So, 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 so. Und so. Also jetzt haben wir nochmal einen frei. Für eine Windkraftanlage. Und da müssten wir halt gucken, ob das ausreicht. Jetzt zieht er natürlich leer. Logisch. Weil halt Nacht ist.
Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht nehme ich den sogar noch mal weg hier, den Intelligenten, und mache da wieder einen normalen Schalter hin. Weil, wie gesagt, klar, wenn ich jetzt auf Arbeit bin, mich raidet einer. Oder ich bin mit einem Stream oder so, ich habe mein Handy eben auf Vibration und kriege das nicht mit. Kann ihn erstmal lassen, ne? Weil wir nicht so viel. Ja, ich lasse ihn erstmal noch. Alter, wo ist jetzt überhaupt mein Strom? Alter, es ist soweit. Aber die Nacht ist ja auch nicht so lang, also von daher. Aber erstmal lassen wir ihn aus. Also erstmal lasse ich ihn dran, dass ich ihn über die App steuern kann. Müssen wir mal gucken, bis ich halt arbeiten gehe. Ja, weil ich kriege dann auch nicht immer einen Alarm mit. Und wenn ich auf Arbeit zu tun habe, habe ich auf Arbeit. Achso, da ist die Kiste. Auf Arbeit zu tun, dann kann ich nicht irgendwie alle 2 Minuten auf mein Handy gucken, oder? Nein, du sollst auch ausbleiben. Ist doch alles. Bleib doch ruhig. Und ihr seht, ich könnte ja scrappen gehen. Ein bisschen Haiku kriegen wir zusammen. Ich loot da nochmal durch hier vorne. Aber ich gehe nochmal kurz hoch. Wir können auch ein gewisses Zeug mitnehmen hier an Strom. Und ich weiß auch noch gar nicht, was kostet das Gedöns denn eigentlich alles? Kostet auch alles Haiku nur, ne? Naja, das nehme ich alles mit. Ich denke nicht, dass ich mich damit noch beschäftigen kann, diesen Vibe. Timer werden wir nicht brauchen. Randschalter brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Fernsteuerung können wir mal noch da lassen. Vielleicht machen wir da noch was. Ein Oderschalter kann man auch liegen lassen. Türöffner. Nee, werde ich auch nichts mitmachen. Die bräuchte ich, wenn dann, wenn ich das draußen mit Garagentoren gemacht hätte. Also hier drin möchte ich keinen Schalter haben, der alle Tore aufmacht. Weil wenn man geradet wird, ja, keine Ahnung. Sagen wir mal, der bohrt sich hier einfach quer runter, hier so bäm und was weiß ich, kommt irgendwie in den Schalter und dann gehen alle Tore auf. Ist halt auch scheiße. Deswegen möchte ich damit nichts machen. So. Flammenwerfer. Haben wir hier Platz? Alter, ich habe nirgendwo Platz. Ey. Ich packe ihn auch nach oben zum Werkzeug. Da liegt er ganz gut. So, ich wollte mir eh so ein Ding mitnehmen hier. Scrap, scrap, scrappen. Die kleinen Batterien. Kapazität 150. Ja, die machen halt echt. Sogar keinen Sinn. Die können wir mal noch liegen lassen. Da würde ich mal ausprobieren, wenn ich die eine gewisse Zeit liegen lasse, ob die sich entlädt. Deswegen packen wir die mal hier rein. Generator werden wir noch brauchen. Blocker brauchen wir vielleicht auch nochmal. Obwohl das ist Speicherzelle, brauchen wir auf jeden Fall. Blocker brauchen wir vielleicht auch nochmal. Das könnten wir eigentlich mal mit hier erstmal reinpacken. Scrappen wir alles durch. Hier haben wir nochmal einen Schalter. Schalter können wir auch immer gebrauchen. Das war jetzt 2 Schalter, die müssen wir auch behalten. Gut, der ist angeschlagen. Der stackt jetzt nicht, den nehmen wir mit. Scrappen den, scheiß drauf. So. Ja, und ihr habt jetzt gesehen, wenn ihr die ganze Zeit dabei seid, wie viel Zeit da einfach drauf geht. Ne? Klar, das macht man jetzt nur einmal, aber die Zeit, die ich jetzt hier verballert habe, fehlt mir natürlich für Farm, für Looten und so weiter.
Ja, weil für mich ist jetzt Feierabend hier erstmal in der Aufnahmesession. Ach, die Karten habe ich ja auch oben hingepackt, Alter. Aber da können wir schon mal zumachen. Will ich aber schon mal runterholen. Vielleicht mache ich gleich nochmal eben eine kurze Session. Ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wenn dann morgen nochmal kurz. Aber was heißt kurz? Da muss ich eigentlich Farmarama machen. Muss mich hier ums Scrabben kümmern. Mir so ein Haiku organisieren, um auch alles. Repariert zu bekommen. Ja, alles nicht so einfach. Ich muss auf jeden Fall jetzt auch noch mal einmal nach vorne. Wir müssen alles dicht machen. Weil ab jetzt gleich halbe Stunde oder anderthalb Stunde kann gewadet werden. Und ja, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass sie gleich jemand versucht mich zu wählen. Obwohl mit Sedgets und explosiver Moon denke ich nicht, dass hier viel geht bei mir. Aber wer weiß, vielleicht versucht es einer. Was für ein Geräusch, Alter. Die Alarmdinger. Ach so, die muss ich glaube ich noch alle pairen, ne? Kann das sein? Oder kommt dann automatisch jetzt irgendwie eine Nachricht, ohne dass ich die pairen muss? Na gut, ich kann sie ja nicht pairen. Notifications habe ich an in der App. Devices habe ich meine beiden Dinger drin. Das passt. Gut, hier kann ich nichts machen, ne? Also denke ich mal, werden die sich dann automatisch, kriege ich eine Pop-Up-Meldung mit der hier, der und der hat Alarm geschlagen. Denke ich, hoffe ich. Ich guck mal eben. Das wird jetzt hier nicht hinter der ersten Tür lassen, man weiß ja nie. Ja, und ansonsten ist natürlich unser Ding noch lange nicht safe, ne? Packen wir das Squad-Zeug erstmal hier hin. Also ich müsste noch einen zweiten Ring Steinmauern ziehen, müsste noch Bauschränke außen rumstellen. Das ist alles, was wir noch machen müssten. Aber das schaffe ich heute nicht mehr. Also, habe ich jetzt unten zugemacht? Nee, ne? Pfeife, Alter. So. Ja, ich werde den Schalter anmachen. Weil ihr seht, sonst ist hier, sind die Alarme auch aus. Das ist scheiße. Das müsste ich dann anders bauen. Aber ich meine, wenn der Alarm losgeht, dann das macht halt keinen Sinn, dann ist es eh zu spät. Dann macht es keinen Sinn mehr, das Geschütz anzuschalten. Ach, ich brauche doch gar nicht rein. Ich kann es auch per App anschalten. Zack. Ja, und wenn halt einer von den Alarmen losgeht, die innen sind, knalle ich halt den Schalter an hier, dass die ganzen Tesla-Dinger losgehen. Und dann kriegt das Spaß. Ich muss halt nur gucken, ich lege mich oben hin. Ich lege mich einen Stock höher hin. Ich mich hier hinlege und die Tesla-Dinger gehen los, werde ich wahrscheinlich selber noch doch mitgefrackt. Ich muss aber nochmal irgendwas essen. Weil hier oben haben wir die Tesla-Dinger noch nicht mit angeschlossen. Was wir dann auch noch machen werden. Aber so lange kann ich mich hier oben hinlegen. So.
Also mal heilen. Ja, er hat schon. Gut, Leute. Perfekt, das war's. Das war die Base-Grundverstromung, sag ich mal. Wie gesagt, ich muss noch da mit dem Generator arbeiten. Da muss ich dann nochmal einen intelligenten Schalter haben, den wir ja hier haben. Wenn ich den dann anschalte, dass der Generator angeht. Das ist eigentlich gar kein Problem. Ich muss halt nur nochmal einen herstellen. Oder ich müsste ihn jetzt nochmal austauschen. Dann könnten wir das unten auch noch machen. Ach komm, das machen wir noch eben. Das ist halt nochmal ein extra Save-Punkt. Oder habe ich den nochmal hier liegen? Haben wir hier liegen. Sehr gut. Machen wir das nochmal eben. Weil das ist halt echt nochmal ein Safe-Punkt einfach. Dann nehmen wir den weg. Und hier wieder normalen hin. Kann sein, dass die Batterie sich dann halt leer zieht. Da müssen wir sie halt demnächst kurz aufladen lassen. So, sind die Geschütze wieder an, die Alarme sind an. Das lassen wir hier auf, da gehen wir gleich wieder hoch. Und dann machen wir hier nämlich einen intelligenten Schalter. Werden wir ihn hier irgendwo hinkriegen. Die Sache ist, kriege ich jetzt nochmal Strom hier abgezapft irgendwo? Oder bin ich hier komplett... Wahrscheinlich nicht, ne? Fuck. Ich bräuchte noch mal eine Abzweigung, um das fertig zu machen. Ich habe null Haiku. Null. Null. Ja, scheiße. Ich habe keinen Bock, jetzt noch zum Scraver zu rennen. Ich muss halt hier einmal Strom drauf kriegen. Was wir natürlich machen können, warte mal. Aber apropos, die große Batterie kriegen wir hier nicht hingestellt. Da ist ja vollgeladen. Können Sie hier erstmal einfach so... Nehme ich dann weg, wenn ich die nächste Session mache. Nein, nicht Power in. Dass du das nicht hier wegmachen kannst. Es geht einfach nicht, Leute. Mein Gott. Weil nur der Schalter verbraucht ja nichts. Was hast du? So, Electrical for Start. Koppeln. Den nennen wir Geschütz. Main Loot. Bad. So, der andere ist sogar auch noch gepaart. Den muss ich mal löschen. Kann man den löschen? Und man kann die verschieben, aber nicht löschen oder was? No Response. Ja, ist mir klar, Alter. Den würde ich gerne löschen. Na egal. Ja, aus geht natürlich jetzt nicht. Der Generator läuft natürlich weiter, weil ich hier nicht auf Stopp noch habe. Obwohl, warte mal, wir könnten. Ah ne, da kann ich nur den Switch schalten. Naja. Ist wurscht. Es geht so darum, dass das Geschütz dann läuft.
mal den Alarmsaft drauf hier. Ach, guck mal, der hat Power-Out. Ach, du ahnst es nicht. Das sehe ich jetzt erst. Ja, da hätten wir uns das alles schenken können, ey. Obwohl, nee, ist schon besser so. Weil sonst, wenn das kaputt geschossen wird, dann geht keine Power mehr weiter zum Geschütz. Ist schon okay, wie wir es gemacht haben. So, wir können hier noch eben... Power in, ja gut, doch, das können wir machen. Dann kriegen wir halt nochmal einen Alarm, wenn der hier drin ist. Dann wissen wir, wie weit er sich vorarbeitet. Ja, alles gut. Perfekt. Ja, wie gesagt, die Batterie nehme ich dann wieder weg. Na, hoffe, ich komme jetzt hier lang hoch. Ja, läuft. Das passt schon alles. So. 6 Stunden. Guck mal, ob die sich entlädt oder lädt. Ja, die entlädt sich tatsächlich. Ist echt zu wenig Strom. Oben auf dem Dach. Eieieiei. Das ist scheiße. Das heißt halt, dass dann irgendwann oben komplett komplett duster ist. Also auf dem Dach, was natürlich scheiße ist. Bei Flugabwehr und Geschütz auf dem Dach ist das Wichtigste eigentlich. Aber hier kommt gerade echt wenig Strom an. Ach fuck, Alter. Ach, scheiße alles. Hier wieder anperren. Hammer. 200 Mal hin und her wechseln, ja. Ja, aber so macht es halt einfach mehr Sinn. So schalte ich es an, wenn ich von außen einen Alarm habe. Da war's. Muss ich ihn nur eben wieder koppeln, ja. Okay. Schütze innen. Ja. Muss ich gleich mal gucken, oder? Perfekt. Wie ich die anderen hier rausgelöscht kriege. So, 40. 9 Stunden. Aber ihr seht, da lädt sich zwischendurch auch mal wieder auf. Plus minus 0. Also von daher. Okay. Das war's. Bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat mit dem Strom, ist jetzt noch nichts Wildes gewesen. Man könnte halt noch mit dem Generator als Sicherung arbeiten. Hier oben. Gerade damit die Geschütze auf dem Dach, die beiden weiterlaufen. Kann ich alles später noch umbauen. Müssen wir mal gucken, wie die Zeit halt bei mir ist. Ansonsten werde ich in Zukunft natürlich direkt so bauen. Da muss ich mich ein bisschen besser vorbereiten mit dem ganzen Haiku und darf nicht so eine teure Base bauen und so weiter. Ja. Naja gut, das soll's gewesen sein, Leute. Haut rein, bis dann. Tschüss.